Hallo zusammen, heute mal aus Bad Arolsen und das Ganze fängt schon hier mit diesem wunderbaren schönen Baum an, aber hauptsächlich wollen wir uns hier jetzt so die ganze barocke Altstadt mal anschauen, Schloss, Natur und vielleicht noch ein bisschen mehr. Wenn ihr mögt, wie immer, bleibt dran. Und hier gehen wir jetzt gerade auf das Residenzschloss von Bad Arolsen zu. Unheimlich beeindruckender Bau. Falls ihr euch wundert, dass mit der Kamera oder Ton irgendwas anders ist, ich probiere gerade mal ein anderes Gerät aus. Und daher könnte es sein, dass das ein oder andere vielleicht anders wirkt in dem Moment. Dort auch ein schöner Blick zu dem Kaiser Wilhelm, dem großen Waldex. Und ansonsten hier über die satten Wiesen und das Mitte November. Heute Morgen waren es nur 3 Grad. Der Wagen war so ein bisschen zugefroren. Aber das hält uns nicht davon ab, heute auch mal eine Nacht hier im Wald zu verbringen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier alles bei schönstem Sonnenschein an. Und so schön sieht das Ganze aus, wenn man hier reinkommt. Wir sind gerade im Überlegen, ob wir jetzt die Schlossführung machen oder erst ein bisschen Bad Arolsen anschauen und dann die Schlossführung. Oder überhaupt, wissen wir ja auch nicht. Man ist ja immer relativ unschlüssig, aber macht auf jeden Fall einen super Eindruck hier. Also wenn man hier jetzt so durch diese Innenstadt geht, das ist herrlich mit diesen ganzen alten Häusern. Das ist richtig schön zum Anschauen und an allen Häusern sind auch so Infotafeln, damit man direkt weiß, worum es hier geht. Wie hier zum Beispiel, dass dieses Haus von 1742 ist, von dem Hofstädter Krah zusammen mit dem Bäcker und fürstlichen Hoftrompeter Grünewald erbaut. Herrlich. Und auch hier mal so ein schöner Blick in die Seitenstraßen. Genauso wie hier runter Richtung Hofbräuhaus, wo wir natürlich gleich auch noch gucken gehen. Hier nochmal so ein schönes Gebäude, wo die Volksbank untergebracht ist. Und dann geht's direkt hier so auf die Kirche zu, die auch echt pompös ist, hier so in der Mitte des Ortes. Und hier einen schönen Blick auf das Bad Arolsener Diakoniezentrum. Und hier auf dem Markt gibt es noch so einen Drehorgelspieler. Also der Markt hier ist echt sehr schön. Und hier vorne stehen auch so Sprüche wie: Leute, merkt euch unser Motto, Kartoffeln kauft man nur bei Otto. Also das ist hier doch noch sehr dörflich, was ich durchaus positiv meine. Also nicht, dass man mich da jetzt falsch versteht. Bad Arolsen. Ein sehr schöner Ort hier. Auch einfach nur um zu bummeln. Dies ist das Diakoniegebäude. Noch einmal von der Rückseite. Ich hoffe, man erkennt das. Es wirkt ein bisschen dunkel gerade auf dem Bildschirm. Schaut euch mal hier den Hinterhof an. Wir hatten nur ein Schild gesehen zum Denkmalgarten und wollten deswegen hier einmal reinschauen. Hier vorne so ein schöner Steinbock zugewachsen im Efeu. Ist ja wunderschön. Und diese kleinen Häuschen mit den Holzbalkonen hier. Überall Skulpturen. Hier geht es weiter. Putten, wie sie hier sitzen. Und hier geht es zum Palais der Zeitgeister. Ich schaue gleich mal, ob man da reingehen kann. Aber erstmal wollte ich diese hier noch drauf haben. Sehen ja toll aus. Und dort geht es weiter in dem Garten. Aber ich schaue mal, ob man hier in das Palais reingehen kann. Also dieses Palais war jetzt zu.
Aber hier hat man noch mal schöner so einen Blick auf dieses Glasmosaik und weitere Kunstwerke. Und ich sage ja selten Kunstwerke, aber dies hier finde ich ja wunderschön. Also ganz viele tolle Sachen. So eine Mischung aus alt und modern und mit Lichtern und mit Gläsern und Spiegeln. Und hier kann man auch so durchschauen. Das ist wie so ein Kaleidoskop. Dies Schild finde ich auch gut. Betreten des Denkmal Gartens auf eigene Gefahr. Jetzt wird einfach mal kurz geschlendert und geschwenkt. Da vorne zu den Badewannen gab es eine Geschichte, die mir gerade vorgelesen wurde, dass die gute Dame da in der Wanne ein Bad nehmen wollte. Ich gehe mal kurz mit euch rüber, dann sieht man das besser. Und dann zwei alte geile Böcke, ich zitiere nur, das ist nicht meine Wortwahl, kamen, um sie zu begaffen. Und letztendlich ist das Ganze vor Gericht gegangen. Der Richter hat sie freigesprochen, weil die Gemeinde hinter ihr stand. Und die Moral der Geschichte, dass Arschlöcher nicht immer mit allem davonkommen. Also falls ihr mal hier hinkommen solltet, schaut euch auf jeden Fall diesen Kunstgarten einmal an. Lohnt wirklich. Bei dem einen oder anderen schmunzelt man. Bei dem einen oder anderen denkt man sich, ja, recht haben sie. Oder es ist einfach nur schön anzuschauen. Echt klasse Künstler hier. Mittlerweile waren wir jetzt schön essen bei einem Vietnamesen. Göttliches Essen, kann ich nur sagen. Super gewürzt. Aber das wollt ihr gar nicht hören. Ich zeige euch nur gerade hier diese Häuser. Weil wir hier gerade gesehen haben, da hinten ist so eine Kuppe. Und das sieht aus, als wenn man da gute Aussicht haben könnte. Deswegen gehen wir da jetzt nochmal eben hoch, entlang dieser doch auch wieder sehr schönen Häuser. Hier im Vordergrund ist das Kaulbach-Haus zu sehen, wo auch das Museum untergebracht ist. Und hier ist Wilhelm Kaulbach am 15. Oktober 1804 geboren. Ich fand das gerade farblich halt sehr schön hier, so vom Restaurierungszustand auch. Und mit dem Brunnen hier an der Seite. So sieht das Ganze dann von vorne einmal aus. Also ich muss schon sagen, Bad Arolsen hat wirklich Charme und Charakter. Was so die ganze Architektur zumindest angeht. Schönes kleines Café hier. Hier jetzt nochmal bei leichter Abenddämmerung schon ein Blick über dieses Schloss in Bad Arolsen, was farblich jetzt, finde ich zumindest, noch mal richtig schön zur Geltung kommt. Und auch hier die Rosen davor sind nicht zu verachten. Tolle Farbe, aber leider kein Duft. Dort hat man dann auf die Gebäude, die hier zum Hotelbetrieb gehören, noch mal einen schönen Blick. Aber auch die Hotels an sich hier müssen sich nicht verstecken. Echt schön. Hier aus dem Schlossgasthof duftet es herrlich. Aber der Appetit ist definitiv gedeckt oder gesättigt, wie man es auch sagen möchte. Da wir ja erst gut gegessen haben und dann noch in einem kleinen urigen Café, was ich ja vorhin mal so kurz gefilmt habe, da drinnen gab es glutenfreien Apfelkuchen, dazu einen schönen Kaffee Crema, und das war so der perfekte Abschluss eigentlich nach so einem Stadtspaziergang hier. Und jetzt gibt es noch einen Verdauungsspaziergang hinterher, damit das Ganze nicht ganz so schwer im Magen liegt.
So, ihr Lieben, wie ihr vielleicht erkennen könnt, haben wir jetzt hier unser Nachtlager erreicht. So ein bisschen im Wald. Ich drehe mich mal gerade ganz kurz, damit man das mal so rundum sieht. Es ist ein herrlicher Weg hier hoch gewesen, nicht weit. Also wir waren schon einmal bis oben hin. Ist auch ein nicht gesperrter Weg. Also daher alles legal. Und ihr wisst ja, an Regeln halten ist wichtig, gerade was die Umwelt angeht. Da bin ich ja immer ein bisschen pingelig auch. Aber mit dem Sonnenuntergang gerade hier, der auf der Kamera nicht ganz so rosé wirkt, wie er wirklich ist, es ist wunderschön. Daher würde ich sagen, wenn jetzt hier im Anschluss nicht direkt noch was kommt vom Folgetag, war es das mit dem Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir fanden es toll, wir sind total begeistert hier von Bad Arolsen und Umgebung. Und wie gesagt, wenn jetzt nichts mehr kommt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wenn was kommt, unbedingt dranbleiben. Ciao, euer Markus.